Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Outland. Bei dem Boss. Bei einem Boss. Bei dem Golem. Dem ich irgendwie derzeit nicht wehtun kann. Halleluja! Das ist ja super. Ach so, jetzt hat er erst eine Lebensleiste. Okay. Nein. Muss ich da hoch? Ja. Versuche ich dann beim nächsten Mal. Und die Welle reflektiert. Yep. Und tap. Ach so, ja, richtig. Ich wollte ja da hoch. Kann ich ihm dann. Ja, genau, da kann ich ihm irgendwie tun, aber er mir leider auch. Komm. Machen wir das Ganze nochmal. Einmal. Hier hoch, bitte. Wie hat der mich gerade gehauen? Das habe ich nicht gesehen. Von wo kommt bitte der Schlag? Das würde mich dann doch mal interessieren. Weil den sehe ich nämlich nicht. Nun. So, einmal das. Hoch und hoch. Genau, was hat mir jetzt da gerade bitte wehgetan? Dass er da irgendwie Energie in sich reinsaugt oder was? Verstehe ich nicht. Vor allem, wie soll ich das denn bitte... Ach so, das Teil auf dem ich stehe fängt an zu brennen. Kapiert. Okay, ich nehme alles zurück. Alles gut. Holy moly. Wah! So, vergiss es, ich hab dich. Und da ist auch schon dahin der erste Boss. Ha! Das war ja dann doch einfacher als gedacht. Oh Gott, ich dachte gerade, er erwischt mich noch beim Hinfallen. Puh, Glück gehabt. So, kann ich ihm jetzt irgendwie irgendwas... Nee, ne? Und die ganzen Gegner, die er da runtergeholt hat, an den Jahren, die da hingen, die sind auch weg. Okay. Kann ich da irgendwie... Nö. Das sieht doch gut aus. Ground Stomp. Bodenstampfen. Mit der Stärke des Helden kann ich runterstriken und Enemies, also Gegner, zerstören oder... Oder schwache Böden kaputt machen. Guck mal. Das ist doch nützlich. Ne? So, hier. Nimm das, Golem. Nimm das auf die Ohren. Haha. Nie wieder wirst du mich besiegen. Nie wieder, hörst du? Ach, guck mal. Da ist gleich... Moment. Ist irgendwas da oben noch? Nee. Ist ja cool. Doch, gefällt mir, muss ich sagen. Jetzt komme ich wieder zum Origin. Carved from the bones of the earth, the golem was the protector of the land. The gods themselves set him to stand guard on the temple of eternity. Oh oh. Heißt es jetzt, ich habe den Beschützer des Landes zerstört? Ist das gut oder schlecht? But his heart betrayed him. Okay. For love of the prisoners of time, he forswore his sacred duty. Now he crumbles into naught but rubble and dust. Okay, es war so eine gute Sache. Denn er hat sich dem Bösen zugewendet, sozusagen. Okay, was war das jetzt? Was genau war das jetzt? Keine Ahnung. So, wo war ich denn noch nicht? So, Moment, also rot kann ich leider immer noch nicht werden. Das heißt, da links oben ging es irgendwo weiter. Da komme ich auch nicht hin. Hier rechts komme ich auch nicht weiter. Aber hier komme ich rein. Siehste mal. Und jetzt... jetzt bin ich hier unten, genau. Will ich doch mal schauen, was es hier so Tolles gibt. Eine Geldvase. Die nehme ich doch. Und ein Kopf.
Tschüss, Köpfchen. Wo das Wasser in den Boden fällt, ist da der Boden zufällig schwach. Sieht nicht so aus, ne? Ne. Gut, ich denke mal auch, dass man das wirklich immer angezeigt kriegt, wenn man das irgendwo tun kann. Oder? Kriegt man das? Wahrscheinlich nicht, oder? Es gibt bestimmt zwei, drei Stellen, wo man das nicht angezeigt kriegt. Und dann einfach... Uah, das war knapp. Und dann einfach drauf kommen muss. Ey, bleibst du da? Hui, das war knapp. Aber es hat funktioniert. Alles gut. Nichts passiert. So, und da genau, da ging es raus zu einem anderen Level, in dem ich schon war. Aber jetzt möchte ich nach hier unten. Und hier geht's weiter zu einem weiteren Abschnitt. Ich denke mal, das wird dann nicht mehr der Dschungel sein, oder? Sondern irgendwas anderes. Genau, die Unterwelt. Ist das jetzt schwach? Oder ist das von unten her genug verstärkt? Sieht verstärkt aus. Nix da. Ach verdammt, der ist ja rot. Kann ich den? Haha, den kann ich so kaputt machen. Aber irgendwie kriege ich gerade relativ viel Schaden. Das gefällt mir nicht so. Sag mal, nach rechts sollst du, nicht nach links. Also wenn er so in der Bewegung drin ist, habe ich so das Gefühl, kann man die Bewegung nicht mittendrin stoppen. Das ist ein bisschen schade. Da hoch komme ich leider nicht. Ach, aber hier geht's runter. Ah! Das ist ja gemein. Ah, geh weg. Ach, Menü. Was ist denn hier los? Warum kriege ich hier ständig Schaden? Und dann keine Herzen mehr. Warte. So. Genau. Ah, zu nah dran. Sag mal. Da habe ich doch extra Abstand gehalten. Was ist denn hier los? Geht das wenigstens? Ja, das funktioniert. Immerhin. So, hinfort mit dir. Und mit dir. Und mit dir. Und mit dir auch. So. Komm ich da durch? Ne, da drüben ist ein Tor, das ich öffnen muss. Ansonsten würde ich gerne da hoch, aber es sieht so aus, als bräuchte ich da die, wie heißt die Dinger? Launchpad. Da brauche ich einen Skill und hier brauche ich einen Teleportationsskill. Hier muss ich rot sein, es bringt alles nichts. Geh weg, geh weg. Ist das eigentlich auch, wenn ich daneben hüpfe? Ah, so ein bisschen Rückstoß kriegen sie dann. Komme ich aber leider nicht rein, oder? Nee. Das funktioniert nicht. Ah, ich dachte gerade, der wird nach unten ausweichen und ich müsste dann... Ja, ist okay. Doch, der neue Skill gefällt mir. So, dann will ich da mal nach rechts hoch. Dahin? Komme ich da hin? Ja, da komme ich hin. Und dann würde ich gerne da hoch und mir diesen Schädel holen. Schon 10 von 42. Hey! Ich mache mich langsam. Da rechts? Ne, da komme ich her. Da muss ich nicht hin. Da war zwar eine Leiter, aber da muss ich nicht hin. Okay. Ja! So. Oh, wie gemein. Gerade so, ey. Gib mir das Herz. Dankeschön. Und dieses Herz will ich auch. Oh Gott. Also ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad, der zieht gerade echt an. Gar nicht mal so wenig. Nicht, dass ich es schlecht finde. Ich war nur nicht darauf vorbereitet, um ehrlich zu sein. Ich habe das ganze Spiel bisher mit relativ wenig Konzentration durchgekriegt. Also soweit, wie ich gekommen bin bisher. Und ich muss mich einfach mehr konzentrieren. Und genauer hinschauen und so. So, nein. Ja, so. Ich weiß nie genau, was da so der richtige Abstand ist. Ich steige hier runter. Nö. Ab nach oben.
Hui, die Unterwelt. Ja, ist doch ein bisschen schwieriger als vorher. Vielleicht war der Dschungel ja auch nur die Einführung. Wahrscheinlich war er das. So, wo muss ich hin? Nach links. Genau, hier geht's weiter. Dann erforsche ich doch mal eben noch hier den Rest, bevor ich da einfach weitergehe. Autsch. Ey! Sag mal! Ich wollte hier rüberhüpfen. Dass das nicht geht von der Ecke, das ist so gemein. Also das ist was, das sollte man, glaube ich, echt patchen, dass man hier von der Ecke wirklich auch schräg rüberhüpfen kann. Weil das ist was, was man echt öfter braucht hier. Bei diesem Level dieser... Ach, richtig, hier waren ja Stacheln. Ich Depp. Naja, immerhin ist hier jetzt die Plattform frei. Yikes. Ey! Nicht nach oben gehen, wenn ich dich von oben kriegen will. Herz ist mir erstmal wichtiger. Hinfort mit dir. Und was kriege ich hier? Ich weiß es nicht. Mir scheint, hier geht es ein ganzes Stück sogar noch weiter. Ja, yep, aber wohl leider nur mit dem Launchpad-Skill. Okay. Gut, dann muss ich jetzt halt wieder hier nach links. Was soll's. So, unten mal irgendwo Stacheln. Also versuche ich mal hier oben möglichst weit rüber zu kommen. Genau, den bin ich wohl ausgewichen. Sehr gut. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Im nächsten Level. Bis dahin.